gut, dass das einfacher klingt, als es ist. Also, rechts oben ist weiß, weißer Stern. Das heißt, wir ziehen den hier erstmal hier runter. So, die beiden Informationen müssen nach unten gebracht werden. Und gleichzeitig... sind die nächsten Informationen, na, T, sind die anderen Informationen für hier bestimmt. Also überkreuzen wir das Ganze, damit das da nämlich keinen kurzen gibt. So, wir haben jetzt die Informationen, die wir brauchen. Viereck, Stern, Weiß und Violett. Jetzt brauchen wir den Prüfer. Analysiert? Nein. Virtueller Schneider? Nein. Und Gatter? Nein. Signalgeber. Konstantes Signal will ich nicht. Vergleich. Wir brauchen einen Vergleich. Genau gleichen kann Form, Farben und Wahrheitswerte vergleichen. So, dalle. Okay. Also. Der kriegt jetzt hier rein Viereck. Das heißt, ich muss aus den entsprechenden Punkten immer auslesen, was es ist. Sprich, wir machen hier noch jeweils eine Fließbandkontrolle rein. Weil der liest mir aus, was da lang läuft. Jetzt kann ich sagen, kontrolliere den Wert mit dem hier, dann soll es funktionieren. Dann gibst du hier das aus. Das heißt, wenn ich das verbinde, sollte er mir jetzt in der reinen Theorie Vierecke rausballern. Kann ich die nicht sogar eigentlich verbinden hier? Nein, das kann ich nicht. Okay. Okay. Ich will es noch nicht verbinden, weil ich das richtig schalten will gleich. Und zwar muss alles reingebaut werden. So. Also er liest aus. Und ich muss die Information aber immer hier reinbringen. Die Verbindung magst du nicht. Ich kann aber immer nur eins einfügen. Also müsste ich mehrere davon bauen. Lässt den unteren Eingang passieren, wenn der seitliche Eingang wahr ist. Hi, Hunger! Wasn't your name Hunger 23 yesterday? No? Huh. Hunger 23 stuck into my name. Into my brain. But, well... was a mistake, obviously. How are you? Gut, also. Wie verbinde ich jetzt die Geschichten hier? Wie kann ich das machen? Ich will davon nicht mehrere machen. Aber ich glaube, ich muss mehrere machen. Und zwar, indem ich das hier da hinsetze, das hier jeweils hier hinsetze. Immer damit verbinde. Nicht da, sondern hier. Hier. Und den hier aufteile. Um zu überprüfen. Aber den kann ich weiterziehen, weil der immer dasselbe Info hat. So, wenn ich jetzt alles hier verbinde. Wollte ich sagen, sollte es funktionieren.
After reaching level 5186, you stop playing. Well, I would say it wasn't a rushed decision. Oh, wow, 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 wow. Ich weiß, wo mein Fehler ist. Ich weiß, wo ein Fehler ist. Folgendes. Da ich ihn hier am Seitenausgang rauslasse, muss er natürlich das Gegenteil haben, also brauche ich einen Umkehrer. Nur wenn ich einen Umkehrer drin habe, klappt das Ganze. Kehrt den Wert um. Also wenn ich das so mache. Macht das Ganze Sinn. Nein, so rum nicht. Ich baue es dieses Mal gleich auf, oder? Hm. Ah, so. Okay. Dann kopieren wir das hier, fügen das hier ein und hier ein. Wenn ich jetzt das verbinde, sollte er mir nur die Vierecke durchgeben, sonst nichts. Ha! Funktioniert. Nice. Weil ich ihn rechts rauslasse, muss ich das Ganze negieren. Wenn ich ihn oben rausgelassen hätte, wäre es so um richtig gewesen. Wir machen Fortschritte. Immerhin. Wir machen Fortschritte. So, das muss ich dann kopieren für alle. Lässt sich das Ganze kompakter bauen? Wahrscheinlich. Ich glaube aber, es wäre schlauer, hier immer abwechselnd zu nehmen, weil jetzt muss ich hier extrem rumfriemeln. Also feststeht, ich kann das hier. Hier anschließen. Ich muss das in verschiedenen Farben machen, ja. Sollte aber sowieso grün sein. So, jetzt gibt er hier Stern aus und sollte nur die Sterne austeilen. Falsch angeschlossen. So. Nein. Ich habe da noch keinen Prüfer eingebaut. Deswegen klappt es nicht. Der Prüfer muss hier eingestellt werden. Aber wir sehen schon, es funktioniert. So. Das hier muss dann alles komplett einmal nach unten verlegt werden. Sonst wird das nichts. Und den einmal unten durchziehen. Genau. Jetzt ballert er das raus, weil er das rausballern soll. Constant Signal. Ah, you mean I should erase the belt reader and stay
on this line, there are only stars, etc. So it doesn't have to be measured. Ja, macht Sinn. Außerdem ist es auch kompakter dadurch. Logischerweise. Weil ich weniger Platz brauche. Hier haben wir Vierecke. Nein, das war es nicht. Das hier war es, genau. Lauter Rechtecke. Lauter Windmühlen. Kreis. Circle. Und natürlich die Sterne. Sterne. Circle. Windmühle. Und die Rechtecke bzw. Quadrate. I've got the inverted. And the output is on the side. Don't know. I built it that way up, and now I have to work with the inverted signals. I just started with this thingy, and now I have to wire up the whole stuff. No actual reason, to be honest. Yeah, but I think it's working right now. And it's not even done. It's the first quarter of the first layer so far. And I didn't wire up the color or did anything else. It's like starting, you know. I honestly think I should switch up the wire colors. Like green is for color and yellow, blue is for the shape. Because I need both for each, and so it won't interfering. In theory. Problem ist jetzt auch, ich muss noch den Weißstrahl von hier darüber bringen. Auf jeden Fall brauchen wir immer wieder Signalgeber und ich kann das Grundprinzip schon mal kopieren, dass ich ein dauerhaftes Signal gebe und einen Switcher habe. So start analyzing down here, is what you say. Yeah.
Wäre natürlich logischer, gell? Ich bräuchte so ein kleines Koordinatensystem. Habe ich hier Vierer-Dinger drin? Ich glaube nicht. Hier ein Stück weiter runter, okay. So. Okay. Ja, ich found the first windmill stuff down here. And it's not that far away from the hub. Of course, there are some good sources. That's true. And there would have been a windmill. Two. Let's say it's the testing area to get the stuff like going. So after that I can move it up there, but it has to work. Like a little blueprint station. Over here. So, also theoretisch wird dann das Ganze ausgelesen und wir müssen das dann komplett alles rumbringen. Ich glaube, der Abstand ist auch zu gering zwischen den einzelnen Teilen, weil wir das hier ja auch noch dreimal brauchen, das Ganze. Another problem is hunger. I have no clue how big this whole thing is going to be. So I don't know how much room I have around the hub to build this stuff. And here I can get a little idea of the length and the height of the whole stuff, you know? So, auf jeden Fall kommt dann Analysierer hin. Und hinter den oberen rechten Quadranten der untersten Schicht. Zuerst müssen wir entstapeln.
So. Unterste Form, oberste Form. Das Ding muss dann nochmal analysiert werden mit den entsprechenden Formanalyse-Ding und den ganzen Drehgeschichten, was wir ja schon mal hatten. Wir brauchen den virtuellen Dreher. Ja, rechts oben. Hier ist ein Dreher zu viel immer drin. Einmal drehen. Rechts oben einmal drehen, rechts unten zweimal drehen, dreimal drehen. So, jetzt stimmt das. Theoretisch ging das Ganze sogar noch eins hier reingezogen. Dann wäre es noch knapper. Aber ist egal. So, und das ist rechts oben. Das heißt, es macht eigentlich auch Sinn, das so aufzusortieren in der Firma. Das heißt, hier ist rechts oben und das Ganze wird dann eben verschoben. Das würde viel mehr Sinn machen. Problem ist nur, ich kann das nicht so nah beieinander bauen, weil ich zwei Ausgänge brauche. Das heißt, ich muss hier immer zwei Abstand lassen. Sonst klappt das nicht. So, Farbe immer grün, Form immer blau. Dann kann ich ihn nämlich hier eng beieinander rausholen. Okay. Ja, wir haben hier den unteren, also müssen wir zuerst den unteren anbringen. Hier sehen wir schon ein Problem. Ich muss den Abstand verringern. Erweitern. Aber ich glaube, das würde immer noch gehen. Nee. Außer wir bringen den direkt daneben an. Nein, da ein kleines U. Und Rechteck. So, Dulle. Put each analyzer in between shape filters and paint filters. So hier. How should I avoid to track long wires? I have to go up the whole stuff. It needs place. Sure, I could have done this whole stuff over here. But in the end, I have always dragged wires to another spot.
And because the colors are always on the left side, should I switch the factories? So color to the left, shapes to the right? And like a painter above or on the right side to drag the color over to the painter? I think there are many ways to build it. Some of them are better and some of them like this one, but it's a testing area. I have to get the idea of the whole stuff. Yeah, but the input is doch always from this. Oh, so input from right then. Yeah, okay. I get it. Let's test this thing. Maybe I'm able to build this layer. If I'm able to build this layer, we can change the whole part, the whole factory up near the hub. So then I see, all right, it's the way to go. Where can I tweak something? Where is it going to be easier? Where did I build too complicated? Like in a much places, I guess. But it's testing area. Oh, da muss ich aufpassen. Alrighty, dann brauchen wir wieder was haben wir hier? Weiß. Magenta. Cyan. Yellow. Blau. Grün und Rot. Ich habe den Negierer vergessen, der hätte das nämlich verpasst. Hindert. I misplaced Raya signal rotators. Where and what are Raya signal rotators? Do you mean this rotators? Analyzer array. So my analyzer here.
I don't really understand what you're talking about, Hunger. Zu nah dran. Geht das auch näher? Kann ich das so lang ziehen? Ja, kann ich. Nice. Analyze shapes. Get rotated before analyzer instead of being rotated before analyzing step. Oh, I'm missing rotators. Yeah, now I see. Thank you. Now I got it. Thank you. I was confused. English isn't my native speak, my native language, obviously. But now I got it. Thank you, Hunger. Rechts oben, rechts unten, links unten, links oben. Genau. Gar nicht drehen, einmal drehen, zweimal drehen, dreimal drehen. Now I got it. So, ein Problem wird auf jeden Fall sein, das zu verbinden. Von der Farbe her. Müssen wir mal schauen. Das könnte man auch noch ein bisschen enger zusammenbauen, aber ist okay. So, ich drehe das Ganze mal ab. Ich will das dann erst laufen sehen, wenn ich es komplett verbunden habe, um zu gucken, ob ich das richtige Produkt bekomme. Okay, jetzt haben wir hier das Problem mit den Kabeln. Ich kann hier den ersten reinbringen, hier den zweiten, hier den dritten, hier den vierten. Das ginge. Nein, kriege ich nicht hin. Wir müssen hier ein bisschen schauen. Wenn ich das hier so verbinde, könnte ich... Nee, ich kann hier nicht machen, weil es beide dieselben Dinge haben. Doch, das müsste gehen. Der geht durch. Und der geht nur hier rein, der verbindet nicht. Also das sollte funktionieren in der Theorie. Werden wir gleich sehen. Genau, das ist verbunden. Das geht da durch. Yeah, it's a language barrier, obviously. But damn it is a really important word to know in German.
Yeah, long wires aren't the way. That's true. I learned it the hard way. Now. Jetzt muss ich hier hinten noch die Färber verbinden und Stapler. But like I said, it's a testing area. I have to rebuild this whole stuff near the hub and then it's going to be the best version you've ever seen. Maybe. Most likely not, but you know what I'm talking about. Because now I guess these parts are not perfectly lined up. I could work here with tunnels to get it through, but it would look really ugly. Naja, Painter. Soll ich hier vielleicht von oben drüber machen? Aber ich finde, Reihe ist irgendwie cooler. Oben wäre einfacher, weil ich die Farbe von hier rüberziehen kann. Zu den entsprechenden Punkten. Na, aber komm. Wir finden da schon einen Weg, das Zeug rumzutransportieren. Wie gesagt, Testing Area. Wir starten wie immer unten, weil ich lieber von unten nach oben arbeite. Wir teilen auf. Ich könnte hier mit einem Tunnel arbeiten. Problem ist nur, dass das dann unordentlich ist und nicht gut aufgeteilt ist. Weil ich wahrscheinlich den Doppel-Input mache. Eine Spur, rein, rein. Farbe rein. Mit einem weiteren Teiler. Bumm. Spur zum nächsten. Dich rüber. Dich rüber. Dich hier lang. Möglich. Und dann das Ganze sammeln lassen. Wäre als erster Schritt machbar. Und dann weiter in den Cutter. Ich glaube, wenn wir das um 90 Grad drehen würden, wäre das gar nicht so blöd. Dann hätten wir das für jede Lage. Das heißt so. Hätten wir hier erstes Viertel, zweites Viertel, drittes Viertel. Viertes Viertel. Ist natürlich ein bisschen größer, weil es nicht so kompakt gebaut ist. Und das zurückzuführen ist auch eher eine dumme Idee. Wenn, dann sollten wir es schon nach rechts laufen lassen. Damit wir alles in die gleiche Fließrichtung bringen. So. Jetzt ging es darum, Farbe verbinden. Farbe verbinden.
Farbe verbinden und jetzt noch die Formen der entsprechenden Teile verbinden. Dann müssen wir sowieso alles erstmal nach oben führen. Das klappt natürlich noch nicht endgültig. Das ist mir klar. Das ist alles andere als schön aktuell, aber es ist ja erstmal zum Testen. Klappt die Idee? Und dann muss das Ganze eben umgesetzt werden auf ein großes Format. Ich weiß, zu viele Aufteiler sind nicht gut, aber wir machen es einfach mal, weil wir eh aktuell nur eine Quelle haben. Zack. 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 So, hier kommen dann die entsprechend gefärbten Teile raus. Da hinten dran kommt Schneiderabteil. Das heißt, diese Teile werden in Schneider reingehauen, die anschließend in Stapler reingehen. Sicherlich keine allzu blöde Idee ist, zwischendurch mal zu lagern. Ich mache das einfach mal, um Überblick zu haben, was kommt. Dann brauchen wir den Vierfachschneider. Das ist der Vierfachfärber. Wir brauchen den Vierfachschneider. Und ich baue mir das erstmal gerade auf. So, kommt rein. Ich brauche das rechte obere Eck. Für ganz unten. Oder für oben. Oben ist das rechte obere Eck. Das heißt, wir fangen hier mit dem rechten mit dem linken oberen Eck an, was ganz links sein sollte. So. Das heißt, das rechte obere Eck muss einmal nach links gedreht werden. Das, was gegenüber liegt, muss einmal so gedreht werden und das so. Theoretisch. Wie immer, einmal durchziehen, einmal verbinden, einmal aufteilen. Zack, zack, zack. Verbinden, verbinden. Das Ganze dann in eine Endspur bringen, die nach rechts läuft, weil ich es hinlege und nach rechts laufen soll. Das wird dann kopiert, kopiert, kopiert und kopiert, beendet. Ein Zusammenfüger hier noch reinballern. Damit die Teile auch zusammenkommen. So, hier nur dran denken jetzt. Hier nur dran denken, die entsprechenden Einstellungen hier vorzunehmen. So, wir kriegen nämlich jetzt an der zweiten Stelle den linken unteren.
So, links unten heißt, wir switchen das Ganze. Einfach alles wird nur gewandert. Eigentlich wandert einfach alles eins nach links. So, alles wandert eins nach links. Jetzt natürlich theoretisch alles vom Startpunkt, alles nach zwei nach links. Hierhin. Das raus. Das kopieren und hier rein. Oh. Of course. Because it's, I get 4 output. That's true, Hunger. Da ist was dran. Weil ein Cutter gibt mir ja 4 raus. Gibt ja die vierfache Ladung aus den Dingern raus. Also eigentlich brauche ich diese ganzen Geschichten hier hinten dran nicht. Da ist was dran.